Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Kart 8 Deluxe. Heute mal was Specialiges, denn Nintendo veranstaltet ein Seasonal Cup Turnier für die Dachregion von 18 bis 20 Uhr. Ich habe die Regeln noch nicht so ganz verstanden, aber das werden wir heute machen. Ich glaube, wir müssen 12 Rennen an der Zahl fahren und von meinen Freunden nimmt absolut gar keiner dran teil. Ich habe extra einen Short gemacht, damit ihr Bescheid wisst, dass heute dieser Seasonal Cup stattfindet und keiner macht einfach mit. GG. So, was ist eigentlich? Okay, noch nicht. Gleich ist es 18 Uhr. Dann können wir hier machen. Ich habe noch nie bei so einem Turnier mitgemacht. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Aber wir schauen einfach mal, wie gut das wird. In dem Short habe ich es ja auch schon erklärt. Ich kann es dir aber auch nochmal sagen. Die Top 50 bekommt 1000 Goldpunkte. Das sind irgendwie 10 Euro. Und die Top 20 kriegt 2000. Oh, es geht los. Goldpunkte sind 20 Euro. Und der Erstplatzierte pro Land kriegt noch so eine komische Statue von Mario. Werde ich wahrscheinlich sowieso nicht werden. Ich bin froh, wenn ich in die Top 50 komme. Mal gucken, ob das leicht oder schwer ist. Wir fahren natürlich mit dem blauen Yoshi. Leute, die extra bei so einem Turnier teilnehmen, die sollten ja wohl ein bisschen besser sein als andere random Leute, oder? So, was mir als erstes auffällt, die sehen alle sehr, sehr deutsch aus. Die Mies, die sie hier haben. Mann, wieso nehmen die denn alle so normale Mies? Außer jetzt dieser rote, winzige Typ da unten. Und ich sehen alle relativ normal aus. Wahrscheinlich sehen die auch in echt einfach genau so aus. Ist mein Spiel kaputt? Hallo? Ich warte schon eine halbe Minute. Ah, jetzt geht's los. Okay. Puh. Let's go! Ich bin richtig aufgeregt. Erste Strecke von 12. Die müssen natürlich alle mega gut werden. Ich sehe schon ganz schön viele Yoshi. Yo, nein! Ich fall gleich die erste Kurve runter, oder was? Okay, wenn das die ganze Zeit so ist. Oh nein. Wenn ich gleich in meiner ersten Rennstrecke, oh Mann, gleich 12. werde, dann wäre es natürlich nicht so geil. Okay, wir werden natürlich all unser Bestes geben. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir Letzter sind, weil dann kriegen wir gute Items, wenn wir denn diese, ja, Zweier-Item-Bags bekommen. Sehr schön. Wir sollten jetzt ein bisschen darauf achten, dass wir ein paar Münzen mitnehmen, damit wir sehr schnell auf die 10 kommen und dann am besten noch irgendein geiles Item. Und dann sind wir doch wieder vorne mit der Bike. Jetzt sind wir schon 9. Es läuft, so wie es da vorne steht. Okay, habe ich aber auch gejinxt. Ich hätte ja eigentlich die Abkürzung nehmen können, aber ist auch egal. Und hier bin ich mir auch nicht sicher, ob das überhaupt gut ist, wenn man da immer Tricks macht. Aber der zweite hat sich jetzt schon sehr langsam angefühlt. So, wenn ich jetzt hier einmal nicht runterfallen könnte. Ja, super, perfekt. Okay, 9. Aber das holen wir noch, Leute. So, jetzt sind wir auf 10. Und wir haben eine Crazy 8 bekommen, Leute. Let's go. Damit treffe ich mich auch immer selber gerne. Oh, und wir haben den Blitz ausgewichen. Okay, perfekt. Okay, damit können wir jetzt, glaube ich, richtig gut aufholen. Wir haben sogar noch einen goldenen bekommen auf dem 6. Platz, oder was? Lol. Okay, wir haben richtig viele Pilze. Und nur noch eine Runde zu machen. Wir haben 3 Pilze. Ich kenne diese Method leider viel zu wenig, um zu wissen, wo ich hier gut aus... oder wo ich hier abkürzen könnte. Das kriegen wir noch als zweites. Es kommt auch eine blaue. Oh, wir haben, glaube ich, eine sehr, sehr gute Chance dann. Ah, hier hätte ich natürlich abkürzen können, glaube ich. Na, Mist. Der Pilz hat um eingesetzt. Aber wir haben, glaube ich, eine sehr, sehr gute Chance, gerade Erster zu werden. Nanü. Aha, Nanü. Der ist mir eben auch schon noch gefallen. Das ist der einzige... Oh. Tuis? Greife ich ihn an? Explodieren wir dann beide? Explodieren wir dann beide? Explodiert nur er? Oh, okay, das war knapp, dass wir nicht getroffen wurden. Okay, wir sind relativ weit. Wir haben nichts zum Verteidigen, aber der Waluigi hinter uns ist anscheinend gerade runtergefallen. Okay, das sollte Zweiter werden. Okay, Nanun, okay. Nanunana. Zweiter in der ersten Runde. Puh, okay, dafür, dass das so behindert angefangen hat mit dem Runterfallen, haben wir uns gut nach vorne gekämpft. Die Zwerg-AB ist Erster und Zweiter. Let's go. Und die blauen Yoshis vor allen. Oh, Manuel, warum bist du Achter geworden? Blaue Yoshis gehören ganz nach vorne, Mann. So, zweite Strecke, sehr viel Rainbow-Dinger. Und natürlich wird's Polarkreis. Oh, ich hasse diese Map. Jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder eine halbe Minute warten, bis es losgeht. Man kennt's. Okay, let's go. Aber wenn wir zumindest immer Zweiter werden, dann ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und hier kann man auch nicht so oft runterfallen. Okay, der hat schon mal... Hä, wieso ist die Rote eigentlich an mir vorbeigegangen? Okay, ich nehme es einfach mal mit. Er nimmt mir natürlich meine Münzen weg. So, und nehmen wir jetzt hier den Shortcut? Ich glaube schon. Komm, wir probieren es einmal aus. Nanu nimmt ihn auch. Oh, ich wurde ein bisschen gerammt. Und hier ist ja gleich der zweite Shortcut. Guck mal, Nanu hat es nicht gemacht. Genau deswegen, weil ich da immer runterfalle. Ich muss das dringend mal trainieren, dass das nicht passiert. Oh, jetzt bin ich instant Fünfter. So eine Scheiße, ey. Und die Kacke ist ja, wenn du runterfällst, dann verlierst du auch 3 Münzen. Und das macht dich dann noch langsamer. Das Schlimmste ist deswegen, wenn du getroffen wirst von irgendwie einem Roten oder so, dadurch 3 Münzen verlierst, dann noch runterfällst, dann hast du gleich 6 Münzen weniger. Okay, das war richtig scheiße. Ich wollte diesen Gleitertrick machen. Weil wenn du diagonal mit dem Gleiter rumfliegst, dann bist du schneller unterwegs, als wenn du einfach nur geradeaus das machst. Und das war anscheinend ein sehr schlechter Winkel, den ich hier gerade hatte. Und ich wurde platt gefahren, Sabrina! Oh Gott. Okay, kriegen wir es diesmal hin? Wenn wir schön sliden und nicht gegen die Wand knallen? Ja, dann sollte das auf jeden Fall schneller sein. Diesen Shortcut kann man, glaube ich, auch pilzlos nehmen. Ich weiß gar nicht, warum ich den nie pilzlos nehme. Okay, schon die letzte Runde und wir sind immer noch erst Fünfter. Guck mal, die... Oh, aber die beiden blauen Yoshis sind Erster.
Immerhin. Die blauen Yoshis verteidigen die blaue Yoshi. Und ich habe nicht darauf geachtet, dass ich die Mützen mitnehme. Nimm ich den Schaden? Nein, ich nehme den nicht. Aber ich nehme diesmal die Zweier-Item-Box. So, let's go. Kriegen wir noch irgendwie hin? Nee, guck mal, die sind so weit weg. Oh nein, werde ich jetzt Fünfter oder was? Das wäre richtig scheiße. Kann bitte noch ein Blitz kommen oder so? Oh nein, ich will nicht... Wenn ich Fünfter bin, dann kann ich mir das sowas von abschminken, in die Top 20 zu kommen. Oh nein, wir werden wirklich erst Fünfter. Guck mal, die sind so weit vorne. Ich weiß nicht, was ich da noch groß machen kann. Nee. Kannst du fallen. Oh, vielleicht haben wir noch vier. Okay, ein Platz gut gemacht. Der scheint den Shortcut nicht gekriegt zu haben. Aber Vierter ist natürlich richtig schlecht. Oh boy. Von warum nimmt er den Shortcut? Das war dumm von ihm. Von dem Len 888 war das dumm. Er hätte ja einfach... Der war so weit vorne, der hätte einfach ins Ziel fahren können. Das war aber auch nicht gut von mir. Hätte ich den Shortcut in der ersten Runde nicht genommen, dann hätten wir, glaube ich, auch gut Zweiter werden können. Ich glaube, dieser Nanu ist wirklich richtig gut. Der ist jetzt, glaube ich, zweimal Erster geworden. But beside that... Oh, Eiscreme-Eskapade finde ich richtig witzig. Das ist wie so ein Fiebertraum. Es ist London geworden, aber kein Ding. London ist ja auch sehr schön. Ich kenne die Strecke leider auch nicht. Ich hab diese ganzen DLC-Strecken halt nicht. Das heißt, ich kann die immer nur üben, wenn die mal online drankommen. Obwohl die natürlich relativ oft jetzt drankommen und auch oft gewählt werden. Aber ich weiß halt leider wirklich nicht, wann man hier abkürzen kann oder wann man... Oh, danke. Wann man gut sliden kann und so. Das ist alles links, rechts. Oh Gott, ich hätte links gesollt, oder? Da hätte es wenigstens Items gegeben. Ach Gott. Okay, hier kann man Shortcut machen, wenn man einen Pilz hätte. Dann könnte man hier einfach über das Gras fahren. Das habe ich jetzt schon mal gesehen. Ich muss jetzt also, während ich fahre, analysieren, was das für eine Strecke ist. Die Sache ist ja auch, dass diese Tour-Maps, die sind immer so verwinkelt, wenn ihr euch mal die Map rechts anguckt. Da kann man immer so ganz viele verschiedene Wege fahren. Das finde ich richtig merkwürdig. Also es gibt nicht einen linearen Pfad, sondern immer 8 Milliarden Pfade. Und dann weiß man gar nicht, wo man hin will. Und die verändern sich immer noch. Guck mal, ich bin doch eben nicht hier lang gefahren. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich finde das richtig merkwürdig. Oh, wir sind schon wieder so weit hinten. Sind die vielleicht doch alle viel zu gut? Hätte ich vielleicht doch nicht bei diesem Turnier anmelden sollen? Bin ich vielleicht gar nicht so gut, wie ich immer dachte in Mario Kart? Ich dachte, ich wäre besser. Ich bin doch besser als der 8. Platz, oder nicht? Oh, ein blauer, das finde ich sehr gut. Kriegen wir einen Zweier? Okay, ich habe ein bisschen angehalten. Oh, und dann ist man nicht Erster. Jetzt ist die Frage, ob er das mit Absicht gemacht hat. Und wir sind inzwischen übrigens vier blaue Yoshis. Wir haben keine Zweier-Itembox bekommen. Sehr cool. Nanu ist nur Zweiter. Nanu, was geht ab? Wer ist denn Erster? Wenn Nanu nicht Erster ist und ich nicht Erster bin, dann kann ja nur ein dritter blauer Yoshi Erster sein. Aber wer ist es? Ist es Sabrina? Fährt Sabrina einen blauen Yoshi? Oh, dann nimmt er einfach meinen Windschatten, der Dry Bowser. So ein Blödkopf. Ja, aber das ist jetzt... Oh, ganz viele Pilze. Jetzt können wir endlich den Shortcut nehmen, den ich hier die ganze Zeit angesprochen habe. Okay, Kugelwilli lässt mich auch in Ruhe. Oh, okay, das war knapp hier mit den Feuerdingern. Das hilft mir actually, oder? Ich sollte früher groß werden als der Manuel und auch als Nanu. Eventuell können wir die... Oh, nein, was? Hä? Oh, da war einer mit dem... Okay, wir haben ihn klein gemacht, aber da war einer mit dem Geist. Oh, er hat auch Nanu klein gemacht. Oh, der arme Nanu. Damit überholen wir auch noch Nanu. Okay, Sabrina fährt keinen blauen Yoshi, wird garantiert Erster und... Nanu kann auch nichts mehr. Oh, hat uns fast noch überholt. Okay, aber da hatten wir trotzdem Glück. Sabrina hat uns erstmal eine Doppel-Item-Box geklaut, okay. Aber hat dann Nanu für uns klein gemacht. Und das hat uns geholfen, Nanu zu überholen. So, was wird die nächste Strecke? Die kann ich leider alle nicht. Ich hoffe, es wird nicht Buhus Scheißstrecke, weil die habe ich bisher, glaube ich, am wenigsten gefahren. Okay, es ist Peachs Schlossgarten. Das ist, glaube ich, eine DS-Strecke, ne? So, wir sind Platz. Wo stehen wir denn? Ich sehe mich nicht. Da, 33. Sabrina hat 32. Und Nanu hat... Hä, Nanu ist gar nicht mehr dabei. War Nanu nicht mehr dabei? Ist er weggegangen? Wäre gut für uns. Stimmt, kann man hier eigentlich auch so snipen? Also ich bin der Meinung, alle vier Strecken wird man sowieso ausgetauscht, dass man in eine andere Gruppe kommt. Aber wenn ich jetzt merke, dass dieser Nanu einfach viel zu gut ist, hätte ich dann rausgekommen und wieder reingekommen und wäre dann mit einer anderen Gruppe gefahren? Let's go. Okay, aber die Strecke kenne ich zumindest richtig gut vom DS, auch wenn die auf der Switch natürlich ein bisschen anders ist. An sich ist es gar nicht so gut, wenn man immer vorne fährt, aber ich... Kann halt nichts anderes. Ich hätte sowieso getroffen, oder bin ich sowieso wieder hinten? Ist doch alles in Ordnung. Ob ich jetzt am Anfang warte oder gleich am Anfang getroffen werde. Scheiß doch drauf, Leute, scheiß doch drauf. So. Zwei Itembox und jetzt, wo wir aber so weit hinten sind, sollten wir uns auch darauf konzentrieren, Münzen mitzunehmen und ich nehme nicht eine Münze mit. So ein Bullshit. Oh Gott, treffe ich wenigstens irgendeinen? Hallo? Nein? Okay, cool. Danke für... Da sind 8000 Münzen und ich nehme keine einzige mit. Ich hasse mich einfach. Ich hasse mich so sehr. Oh, der Yoshi. Okay, aber das war nur ein Bug, ne? Oder ein Lag? Oh, zwei Bugs. Ha! Er wollte Itembaggen. Okay. Nanu weiß sogar, wie man Itembaggt. Aber ich habe ihm die zweite Zweierbox geklaut. Jetzt muss er noch länger warten. Weiß ich nicht, ob er das so geil fand. Das war schon ganz schön assig. Oh, und ist schon wieder ein Fünfter. Wieso? Ich bin immer so weit hinten. Also ich kann euch ja mal sagen, ich spiele sehr viel online. Und da funktioniert es eigentlich ganz gut, wenn ich einfach frontrunne.
Wenn du dann Erster bist, dann, genau, so, ich bin eigentlich dieser erste blaue Yoshi da. Wenn du Erster bist, dann kommen die hinter dir gar nicht her, aber wenn du in diesem Balk drinne bist, dann ist das halt echt schwierig, davon wegzukommen. Okay, ein Stern. Wäre jetzt richtig cool, wenn ein Blitz kommen würde. Oh, ich finde das auch so merkwürdig, dass man in der dritten Runde so ganz anders fährt. Nee, diesmal nicht, Sabrina. Diesmal triffst du mich nicht mit deinen komischen Feuerblumen. Alright, wir könnten hier ein bisschen abkürzen. Ah! Bastard. Nanu hatte natürlich noch einen Stern, während der Blitz kam. Richtig gut abgepasst. Oh boy. Sechster. Und es ist schon die letzte Runde. Wir müssen ganz dringend aufholen. Wieder nur Pilze. Mann, gib mir doch bitte irgendwas Gutes. Hier den Gleitertrick anwenden. Nochmal eine High Five geben. Yeah, Luigi. Sehr gut. Das bringt Glück. Aber da kommt schon wieder eine rote. Kann man die irgendwie auffressen? Nee, ne? Oh Mann, ich habe nichts zum Verteidigen. Ich bin nur Siebter. Und jetzt krieg ich... Ja, treffe ich halt nochmal. Nein. Da vorne ist schon das Ziel. Oh, was ist das für eine behinderte Scheiße? Okay, ich kann hier zumindest nochmal abkürzen. Bringt das noch was? Nein. Oh, ich krieg nicht einen mehr, ne? Da ist schon das Ziel. Wow, wir werden Achter. Nein. Achter. Damit kann ich mir doch sowas von die Top 50 abschminken, oder? 5 Punkte nur. Oh, Achter ist richtig schlecht. Oh, das nervt mich. Achter? Auf einer Strecke, die ich eigentlich mega gut kenne vom DS? Oh, jetzt scheinen wir in eine neue Gruppe zu kommen. Das waren die ersten vier. Oh, und das nochmal zweimal, ja? Das wird ja eine ewig lange Folge. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr schneiden. Und die sehen schon wieder alle so normal aus. Das sind alles so deutsche Fahrer hier, die einfach die normalsten Mies ever haben. Wie ist denn die Punkteverteilung? Marie hat 57, ich habe... Ich sehe mich schon wieder nicht. 38 nur. Da ist noch eine mit 46. Dann hat die dreimal gewonnen. Ja, der achte Platz halt. Guck mal, ich hätte jetzt schon 60 Punkte haben können. Ich habe nur 38. Oh mein Gott. Ja, damit komme ich doch niemals in die Top 50, oder? Mit diesem achten Platz habe ich ja alles kaputt gemacht. Oh boy. Oh, aber diesmal musste ich hier gar nicht so lange warten. Chillig. Vielleicht haben die hier besseres Internet. So, das ist natürlich eine ganz neue Gruppe. Kann sein, dass deren Skill viel besser ist als davor, oder nicht? Müssen wir sehen. Aber ist ja eigentlich ja Homestrecke, ne? Weil ich ja Yoshi bin. Oh, schreibt mal in die Kommentare, wo ihr hier mal langfahrt bei Yoshis Tal. Es gibt ja hier auch mega viele oder Strecken, wo man langfahren kann. Hat er. Nee, hat er nicht. Hatte gerade das Gefühl, dass Zelda ein bisschen langsamer geworden ist, damit sie mein Pilz nicht zu spüren bekommt, du Blödkopf! Oh, Zelda, Mann. Okay, wenigstens habe ich dadurch dann die Bombe nicht abbekommen, aber das war ja richtig behindert. Ich habe überlegt, ob ich kurz die rote abballer, damit ich ihr die Banane wegnehme, weil ich wusste, dass ich da einfach reinfahren würde. Ich bin schon wieder Fünfter. Ich bin in jeder zweiten Runde Fünfter. Was ist das? Na, oh, ich krieg kein zweiter Item. Okay, jetzt ist mir das scheißegal. Ich bin schon so weit hinten. Okay, ein Bullet Bill ist ganz cool. Ich habe den, glaube ich, an der dümmeren... Nee, geht. Okay, hält lang genug. Trotzdem merkwürdig. Am Ende ist er richtig langsam geworden. War, glaube ich, kein Extended Bullet Bill Point. Wir haben noch einen Stern bekommen. Und wir haben den Blitz schon wieder... Okay, ich hab auf jeden Fall Glück mit den Blitzen. Dann kann ich auch die Abkürzung nehmen. Okay, letzte Runde. Wir sind Dritter. Den hau ich doch weg. Muss sein, Leute. Wenn du einen Stern hast, Leute wegballern. Aber sowas von. So, hallo Zelda. Zelda ist nicht Erster. Und wir sind übrigens der einzige blaue Yoshi, sehe ich gerade. Wie kann das denn sein? Die anderen sind hier die schwarzen Yoshis. Solche Schwitzer. Ohne Witz. Oh, diese Lache von Luigi da. Leute, die einen schwarzen Yoshi fahren, das sind alles Schwitzer, sag ich euch. Es gibt auch diese Videos, was sagt dein Charakter über dich aus? Und wenn du ein... Oh, der Bastard, ey. Wenn du einen schwarzen Yoshi fährst, bist du auf jeden Fall ein Schwitzer. Hundertprozentig. Wenn du dann auch noch auf dem... Lol. Boah, okay, Glück, dass der mich nicht getroffen hat. Wenn du dann auch noch auf dem Teddy-Dings bist, wenn wir Glück haben, treffen wir ihn noch... Nee, die kommt ins Ziel. Na gut. Aber wir werden Zweiter. Ist nicht so schlecht. Naja. Oh, jetzt sind wir auch ein schwarzer Yoshi. Nein, jetzt sind wir auch ein Schwitzer. Mist. Okay, also in dieser Konstellation müssen wir auf Zelda und Marie achten. Also auf die schwarzen Yoshis. Alles klar. Warum sind die Yoshis denn immer mein Erzfeind? Okay, Vulkangrollen. Vulkangrollen bin ich wirklich richtig gut. Die Strecke habe ich so häufig gespielt, dass ich die eigentlich mega gut kann. Let's see. Morton Constructions. So, okay. Guter Start. Wow! Die hat abgebremst, ne? Damit sie Zweiter wird und ein besseres Item bekommt. Weil auf dem ersten Platz hast du eine 70%ige Chance, eine Münze zu bekommen. Mit nur einer Itembox. Ich hatte jetzt Glück, dass ich einen Grünpanzer bekommen hatte. Aber an sich ist das, glaube ich, gar nicht so gut, durch die erste Itembox zu fahren, wenn du Erster bist. Deswegen ist sie, glaube ich, abgebremst. Die macht richtig den Pro-Shit. Richtige Pro-Shitterin. Sag ich doch, voll die Schwitzerin. Oh, dazu kommt übrigens morgen oder übermorgen auch noch ein Short, wo ich erzähle von wegen Itemboxen und... wann es sich lohnt, eine Münze zu halten, etc. Könnte für den einen oder anderen auch noch interessant sein. Nur schon mal so als Anmerkung.
Weil ich merke, ich mache jetzt sowieso nur noch voll viele Shorts. Oder sollte eigentlich zurückgehen, aber egal. Kann er nicht abfallen und mich treffen, ne? Okay, doch. Hätte er gekonnt. So, wir haben noch 10 Münzen, alles cool. Ja, auf jeden Fall machen wir Shorts gerade mega viel Bock. Da kriegt man schön viele Subscribers und endlich gucken mal Leute meine Videos und liken die auch. Das ist ja bei den längeren Videos irgendwie nicht der Fall. So, ich sehe einen blauen Panzer. Ich bin aber so weit vorne. Wir bleiben mal in der Luft. Ich halte mal ein bisschen nach oben, damit wir dann noch ein bisschen weiter nach vorne sliden, weil sonst wirst du einfach nur nach oben genockt. Und wenn du aber im Glider bist, dann hast du zumindest noch diese Drehung, dass du zumindest ein paar Meter nach vorne kommst. Auch ein Pro-Tipp, Leute. Ja, stimmt, ich kann dir ein paar Tipps geben, während ich hier fahre. Richtig cool. Nehmt die Kurven ganz eng, Leute. Dann könnt ihr mehr Zeit sparen. Ey, aber Shorts machen wir gerade mega Bock. Brauchen trotzdem ihre Zeit. Also ich brauche für so ein Short auch locker eine Stunde, um das Skript zu schreiben, um dann die Sachen rauszusuchen. Also wahrscheinlich sogar noch mehr. Ich brauche eine Stunde, um das zu schneiden alleine. Dann musst du ja aufnehmen, was du sagen willst. Dann musst du das noch alles untermalen mit Videos und ganz viele Effekte reinballern. Also das ist schon wieder eine blaue, ich fasse es nicht. Aber schon wieder an derselben Stelle, lol. Okay, wir haben wieder das Glück, dass wir im Gleiter sind, alles cool. Ja, aber es bringt halt viel mehr. Es gucken mehr Leute. Nur monetär lohnt das nicht so sehr. Da kriege ich, glaube ich, so 7 Cent pro 1000 Aufrufe. Und bei einem normalen Video wären das pro 1000 Aufrufe so 2,40 Euro oder so. Also einfach das Dreifache? Nee, war das 30-fache? Das ist ja richtig lächerlich. Naja, aber es geht mir ja nicht nur ums Geld hier, sondern um den Spaß an der Sache. Oh, wir sind Erster, das war schon. Okay, da waren wir ja richtig weit vorne. Ja, sag ich doch, Vulkankrollen bin ich gut, Leute. Vulkankrollen bin ich richtig gut. Excite Bike, so eine langweilige Strecke. Die ist vor allem auch so random, das ist wie Babypark. Aber ja, deswegen mache ich gerade mehr Shorts, die machen mir auch mehr Spaß, weil ich allgemein momentan nicht in der Lage bin, so lange zu reden, auch wenn das hier jetzt wieder ein Video ist, wo ich lange rede. Gar keinen Sinn, was ich hier erzähle. Aber ich mag es nicht, so lange zu reden, das ist voll anstrengend, Leute. Könnt ihr mir verstehen? Wieder so ein introvertiertes Irgendwas, der nicht gerne redet und dann hier Sachen aus dem Arm zu leiern, finde ich ein bisschen merkwürdig. So, ja, Zeitbike könnten wir eigentlich überspringen, weil es wirklich mega langweilig ist. Du machst halt die ganze Zeit nur Tricks. So, Runde 3, wir haben eine Sache zum Abwehren. Wenn uns jemand überholt, können wir ihn auch abballern. Runde 3 ist ja meistens einfach, also da wird es richtig chaotisch, da kommt auch schon die erste blaue. Okay, jetzt ist es zu spät. Ich hätte eventuell abbremsen können, dass der, aber wenigstens kriegen wir trotzdem nur 10 Münzen, dass die Zelda vor mir ist und dann den blauen übernimmt. Aber ich habe das ein paar Mal probiert und es hat bisher noch nie funktioniert, weil die dann doch so weit hinter mir waren, dass sich das Abbremsen nicht gelohnt hat und ich dann doppelt bestraft wurde, weil ich abgebremst habe und der blaue mich dann trotzdem noch getroffen hat. Ab und zu haben dann andere Leute noch mit der Tröte die kaputt gemacht, weil sie dann dachten, sie würden den roten kriegen. Na, können wir den vielleicht auch irgendwie wegsnipern? Nö. Dritter. Okay, war auch gar nicht so spannend, die dritte Runde. Ich dachte, das wird ein bisschen mehr chaotisch. Mario Kart Stadium. Hier könnten wir mega den Pro-Shit machen. Ich glaube, ich werde diesmal auch schwitzen. So, was ich hier gelernt habe, man kann gleich am Anfang eine gute Acceleration-Boost machen. Und hier, wenn ihr einen Zweier-Boost habt über das... Okay, fail. In der nächsten Runde zeige ich es euch. Aber da kann man auf jeden Fall mega gut abkürzen, wenn man so einen Boost macht. So, und gleich zeige ich euch den oberkrassesten Ober-Pro-Shit, den ihr jemals gesehen habt. Und zwar bei der Rampe. So, das wäre natürlich gut, wenn ich hier 2 Münzen mitgenommen hätte, aber vollkommen in Ordnung. So, ihr geht ganz nach links. Moment. Haltet nach oben, macht die Bewegungssteuerung ein. Und jetzt, wenn ihr hier um diese Ecke seid, dann müsst ihr den Controller ganz nach links... Genau. Ganz nach links sliden und dann macht ihr einfach so einen 90 Grad U-Turn. Jetzt habe ich natürlich die Bewegungssteuerung an, das ist ein bisschen blöd. Ich muss jetzt darauf achten, dass ich meinen Controller nicht zu sehr, genau, so war auf jeden Fall die Abkürzung hier, zu sehr tilte, weil sonst bewegt sich natürlich mein Kart. Vollkommen in Ordnung. Ich nehme hier mal die Abkürzung links. Den kann man, glaube ich, auch nehmen ohne Pilz. Easy peasy, aber ist mir zu riskant, weil ich den häufig gar nicht hinbekomme. Eine Tröte, damit könnten wir dem schon mal seine rote wegnehmen, das ist ganz cool. Da kriegen wir das vielleicht noch ein bisschen hübscher hin hier. Also ganz nach links, nach oben snipen. Und jetzt müssen wir auch nicht die Bewegungssteuerung anmachen, weil sie schon an ist. Das hat sich sehr langsam angefühlt, aber ich glaube, es ist trotzdem schneller, als wenn man die Kurve nimmt. Okay, aber das zweimal hat das jetzt schon funktioniert. Nicht schlecht. Wenn man dann natürlich nicht gegen die Mauer knallt, ist das noch geiler. Den Shortcut haben wir auch zweimal bekommen. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon einen guten Vorsprung. Ich glaube sogar, wenn jetzt eine blaue kommt, sollte das ganz okay sein. Nice. Ich habe übrigens auch noch, das ist auch Pro-Shit, das Tausendste. Wenn ihr das sehen wollt, dann kann ich jetzt auch nochmal einen Short machen. Ich habe die Controller-Belegung umgesetzt, dass ich LRL drücken kann, dass er dann dieses Menü aufmacht. Ich bin wieder gegen die Mauer geknallt, aber das sieht so witzig aus. Aber dadurch geht dann die Bewegungssteuerung an und aus.
dass ich nicht auf Plus drücken muss und dann auf X oder wieder auf Plus, sondern einfach nur LRL, während du in der Luft bist, dann verlierst du auch keine Zeit und kannst dann schön die Bewegungssteuerung nutzen. 90. Damit haben wir uns auf den ersten Platz katapultiert. Dafür, dass wir so weit weg waren, als diese Gruppe gestartet ist, ist das gar nicht so bad. Alright, neuntes Rennen, Cooper Großstadtrevier. Ich glaube, wir haben auch wieder eine neue Gruppe bekommen, ne? Neuntes Rennen sollte eine neue Gruppe sein. Alright, das ist auch wieder so eine Strecke, die mögen viele nicht, vor allem nicht auf 200 CCM. Das ist jetzt natürlich ein 150 CCM Turnier, aber sie mögen sie trotzdem nicht, weil es hier regnet und die Leute dann, glaube ich, nicht klarkommen mit ihren Drifts. Ich weiß auch gar nicht, was ich euch hier gut sagen kann. Nehmt hier halt die Zweierbox mit und slidet so viel, wie ihr könnt. Nehmt am besten ein Kart, keine Ahnung, was halt gutes Handling hat für diese Map. Klar, man weiß immer nicht, was für eine Map kommt als nächstes. Nehmt einfach meine Combo, Leute. Meine Combo ist die allergeilste. Oh, hier kann ich euch vielleicht noch einen Trick geben. Wenn ihr hier den Dreierboost macht, dann nutzt den und fahrt straight los. Also geht nicht erst um die Kurve und setzt dann euren Boost ein, sondern in der Kurve selber könnt ihr schon den Boost einlösen, quasi. Und dann straight nach vorne ballern. Und dann werdet ihr von zwei Roten getroffen und seid instant wieder Vierter. Scheiße. Mann, ey. Aber eigentlich mag ich die Strecke. Ich mag ja allgemein diese ganzen Strecken, die ein bisschen schwerer sind. Da kriegen wir den? Nein, natürlich nicht. Scheiß Tanuki Mario. I hate you. Aber er hat, glaube ich, er hat einen Pilz gehabt. Und was, ja, ist die Frage, was er als zweites bekommen hat. Ich hoffe, keinen roten Panzer, aber ich glaube, sonst hätte er den schon benutzt, oder? Die Sache ist, hier bringt der Pilz auch gar nicht so viel, möchte ich meinen. Wir haben uns auch schon wieder auf die 1 katapultiert, weil die tatsächlich alle mit diesem Regen nicht zurechtkommen. So, ich zeige euch das hier jetzt nochmal. Also, Dreierboost und den nutzt ihr sofort, um gerade durchzufahren, ja? Also ich weiß das zumindest von mir und ich sehe das auch bei anderen, dass sie halt um die Kurve erstmal ganz rumfahren und dann quasi so weiter nach außen sich rausdriften lassen und dann erst den Boost einsetzen. Oh, das ist natürlich mega scheiße. Hallo, kannst du mich bitte nicht vollspritzen ohne mein Consent? Das ist nicht cool. Oh, da kommt eine blaue. Wenn wir Glück haben, kommen wir aber davor schon ins Ziel. Wieso habe ich eigentlich in jeder Runde hier eine Bombe bekommen in dieser Kurve? Ja, easy. Okay, cool. Paris. Drei Runden noch. Oh, ist mega anstrengend, Alter. Drei Runden noch. Wir sind relativ gut dabei. Wir haben jetzt zumindest ein paar Einer da zugekommen. Und diese Gruppe scheint nicht die allerbeste zu sein, weil wir bisher zweimal mit denen gefahren sind und zweimal Erster geworden sind. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. So, kann ich hier diesen Glider-Trick machen? Ja, dadurch habe ich allerdings eine Münze verloren. Ich glaube, das hat sich nicht gelohnt. Also Glider-Trick sollte man dann auch schon... Oh, ich habe den Booster-Pack hier nicht mitgenommen. Richtig behindert. Okay, never mind. Wir müssen ein bisschen drauf achten. In der ersten Runde ist es halt wichtig, dass man vor allem auf diese 10 Münzen kommt. Da ist das, glaube ich, gar nicht so wichtig, dass man die ganze Zeit Erster bleibt. Aber ich kann halt nichts anderes, Leute. Was soll ich machen? Aber es sieht so aus, als wenn wir Zweiter werden würden. Es sei denn, es kommt noch ein Blitz oder so. Oder wir treffen ihn mit dem Grün. Aber trifft er mich nochmal mit dem Roten, den er nach hinten schmeißt. Könnt ihr mir bitte nicht meinen zweiten Platz wegnehmen? Okay. 11. Rennen, Gebirgsfahrt. Sieht relativ langweilig aus. Ich weiß, dass es hier mega die Grünflächen gibt, wo man relativ gut mit Pilzen abkürzen kann. Habe ich allerdings einmal probiert und dann war die Grünfläche so weit, dass ich mit einem Pilz da nicht auskam. Also da braucht man, glaube ich, so 2-3 Pilze, um die wirklich gut nutzen zu können. Ich weiß auch, dass man hier über die Röhren einen Trick machen kann. Ich hätte actually einfach mal eine Münze mitnehmen sollen. Kriege ich wenigstens diese Münze? Okay, die Münze kriege ich, aber den Trick nicht. Bisschen dumm. Wir können uns zumindest wehren. Die zwei Münze sitzen wir auch. Ja, das war dumm. Das war richtig dumm. Zu spät wollte ich den Trick machen, damit ich den Gleitertrick machen kann, aber ja. Also ich habe dann keine Zweierbox bekommen. Whatever, I guess. Hier weiß ich auch nicht, ob man Tricks machen soll, aber es fühlt sich zumindest ein bisschen schneller an. Ist es wahrscheinlich nicht. Oh. I don't know. Hat er seine Tröte eingesetzt? War das eine Tröte? Ich kann halt auch nicht mehr, ne? Oh, ich bin froh, dass Nintendo das begrenzt hat auf 12 Rennen. Guck mal, die fliegen da alle links rum. Das geht nämlich auch, klar. Man kann über diese Röhren darüber sliden. Scheint auch tatsächlich schneller zu sein. Du kriegst halt kein Item dadurch, ne? Das ist halt die Kacke daran. Und ich mag meine Items, auch wenn ich jetzt natürlich Achter bin. Trotz Items. Links, rechts? Okay. Ich nehme links, du nimmst rechts. Alles easy. Münzen mitnehmen. Wir sind fast auf 10. Einen Buhu. Wenn wir den irgendwie anpassen könnten, dass wir dadurch einen Blitz dodgen könnten. Das wäre richtig toll. Jetzt bitte Blitz. Blitz, 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 Blitz. Alright, jetzt gilt's. Zweiter in der letzten Runde. Der erste ist nicht so weit weg. Den könnten wir schon noch überholen. Vor allem, weil wir 10 Münzen... Oh, fuck. Münzen haben. Hat mich der Luftstrahl da einfach nach links katapultiert. Not so cool, not so cool. Wir kriegen nur einen roten. Er hat leider auch eine Verteidigung. Oh, da kommt eine blaue.
Okay, wir haben eine Chance. Wenn die Blaue ihn rechtzeitig trifft und wir dann noch unsere Rote abballern können. Okay, die Blaue trifft ihn auf jeden Fall. Dadurch verliert er dann noch seine Verteidigung. Weil er die ja sofort hinten dran hatte. Und wenn wir dann noch uns... Nein, er kommt trotzdem ins Ziel. Ja. Die Blaue war zu langsam. Verdammte Blaue. Immer diese Blauen, die zu langsam sind. Sonst hätten wir eigentlich eine richtig gute Kombo gehabt mit der Roten und dann noch einen Pilz. Ihm seien die 100 Punkte gegönnt, dem Schorsch. Ne, Josh? Jo, Wasserpark. Ich habe auf jeden Fall die Krone auf. In meiner Gruppe hier jetzt. Wir werden dann gleich nochmal gucken, wie gut wir denn dabei sind. Wo bin ich? 129. Mit dem ersten Platz wären wir auf 144. Das wäre dann so bei 12 Rennen, als wenn wir jedes Mal Zweiter geworden wären. Ich glaube, man kriegt 12 Punkte auf dem zweiten Platz, ne? 12 mal 12, 144. Aber das wäre ja nicht so schlecht. Jedes Mal Zweiter. Die ewige Nummer 2. Okay, dann probieren wir mal, Erster zu werden. Letzte Runde. Hier kann ich einen Trick geben. Okay, das war jetzt aber nicht gut ausgeführt. Dass man auf den Treppen schon slidet, weil man dann nicht so lange in der Luft ist. Das ist ein ganz guter Trip. Ich zeige euch das gleich nochmal in der zweiten Runde. Ansonsten hier mache ich gerne einen einfachen Drift und dann lade ich erstmal einen Dreier-Drift auf. Finde ich ganz nett, weil man dann diese Kurve hier sehr viel enger nehmen kann. Ja, ja. So ist das. Und hier kann man auch richtig easy einen Dreier-Drift machen. Und hier kann man den Glider-Trick auch richtig gut machen. Ihr geht ganz weit nach links, habt den Dreier-Drift und dann haltet ihr ganz weit nach links, damit ihr halt ein bisschen schneller die Glider-Section durchmacht, damit ihr der Diagonal kommt. So. Ja, okay, wäre ich nicht gegen die Mauer geknallt, wäre das ganz gut gewesen. Oh, wir haben richtig den Vorsprung. Why? I don't know. So, nach außen treiben lassen. Den Boost übrigens erst loslassen, wenn ihr die Rampe genommen habt und bei der Rampe keinen Trick machen. Das ist auch noch wichtig. So. Ja, war in Ordnung. Wir sind trotzdem ein bisschen gebounced, das war nicht so ganz cool. Das war jetzt auch nicht so ganz cool. Ja, natürlich hat der zweite wieder ganz viele rote, aber wir haben so einen Vorsprung. Wenn jetzt nicht noch ein blauer kommt, wieso kommt ein blauer? Ihr nehmt mir meinen ersten Platz nicht weg. Ich komme auf meine 144 Punkte. Koste es das Wolle. Koste es das Wolle. Nein, Nexu, du kannst mir nicht meinen ersten Platz wegnehmen. Ich war die ganze Zeit Erster. Die ganze Zeit. Oh, zwei rote. Sehr, sehr gut. Und ich glaube, er hat nichts zum Abwehren. Ne, er hat nichts zum Abwehren. Dann können wir ihn vielleicht sogar zweimal treffen. Tja, das nennt man Karma. Der wollte mir meinen ersten Platz klauen. Könnt ihr das glauben, Leute? Könnt ihr das glauben? Und in dieser Glider-Section kriegt er mich sowieso nicht mehr. Das ist mein erster Platz. Nice. Und Schorsch wird Zweiter. Ist auch in Ordnung, Schorsch, oder? Ja, ist auch in Ordnung. Gut, das war's. 12 Rennen in meinem ersten Seasonal Cup Turnier. In der Dachregion. 144, das heißt 12 Punkte pro Rennen. Heißt, ich bin in jedem Rennen im Durchschnitt Zweiter geworden. Ah, toll. Ob das für die Top 50 langt, ich glaube nicht. Also für die Top 20 langt das, glaube ich, auf keinen Fall. Top 1 sowieso nicht. Da musst du, glaube ich, jedes Mal Erster werden. Und da bin ich auch mal gespannt, ob irgendjemand jetzt schon permanent Erster geworden ist. Du hast die letzte Lücke schon ein paar Partien absolviert. Ja, I know. Okay. Das geht jetzt natürlich noch über eine Stunde. Also die Leute können noch Punkte machen. Wir haben 144. Oh, der Erste hat 180. Ist das schon ein perfektes Match? Kann sein. Und man sieht nur die Top 20. Top 20 hat 153 Punkte. Guck mal, da ist der Nanu auf Platz 15. Witzig. Gegen den sind wir doch als Erstes gefahren. Also wir sind gleich gegen so einen Top-Typen gefahren. Der hat natürlich auch gut Punkte gegen uns eingefahren, weil er die ganze Zeit Erster geworden ist. Aber ich glaube, dieser WEC... Oh, WEC ist bestimmt sogar ein Clan oder so. Kann sein. Na gut, also Platz 20 hat 153. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man jetzt nicht weitergucken kann. Ich könnte mit 144 eventuell in der Top 50 sein. Aber weiß ich nicht. Vielleicht kriege ich 1000 Goldpunkte, vielleicht nicht. Dieser eine achte Platz hat es halt echt kaputt gemacht. Ne? Habe ich, glaube ich, 5 Punkte bekommen? Ja, guck mal. Wenn ich da Zweiter geworden wäre, dann hätte ich 7 Punkte mehr. Dann wäre ich bei 151. Und mit 151, ja, wäre das auch noch knapp, ne? Aber dann wäre ich fast in den Top 20 gewesen. Ja, weiß ich nicht. Also ein paar Matches waren nicht so geil. Aber ist, glaube ich, in Ordnung. Guck mal, 1525 Leute haben mitgemacht. Na gut. Ey, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch irgendwo gesehen habt in einem Match hier. Fände ich ganz witzig. Ansonsten kann ich nur sagen, hat mir viel Spaß gemacht, dieses Turnier. Mal gucken, ob es langt, um irgendeinen Preis zu gewinnen. Und dann danke fürs Zuschauen, liebe Leute, wenn ihr euch bis hierhin angeschaut habt. Das ist ja wirklich eine mega lange Folge. Mal gucken, wie ich es zurechtschneide. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.